Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Phantom Doctrine. Jo, wir haben eine kleine Operation gestört beim letzten Mal und jetzt müssen wir mal gucken. Mein Programm zeigt mir gerade an, dass es ruckelt. Ich hoffe, das stimmt nicht. Was müssen wir machen? Im MK Ultra, wir haben niemanden entführt. Das ist schon mal schade. Es wurde dafür auch niemand gefangen genommen. Der Fahndungsdruck bei Pfähler und Kabel ist jetzt ein bisschen höher auf jeden Fall. Weil wir einen Agenten mit 96 Lebenspunkten hatten, mit dem kamen beide irgendwie nicht klar. Und da mussten wir stürmen. Ja, das war ein bisschen suboptimal. Wir haben Infos bekommen und wir können Zeug verkaufen. So, Theorie der Verschwörung. Schauen wir mal. Nichts Neues. Okay. Hier auch nichts. Ah, wir haben doch für mindestens zwei Sachen Infos bekommen. Okay. Ist es buggy? Ich war der festen Überzeugung, dass wir Infos bekommen haben. So, wir gucken mal hier. Da kann man nämlich gleich mal ein bisschen Zeug verkaufen hier. Das benutzen wir eh nie. Ach, das war das Falsche. Das wollte ich verkaufen. Ist egal. Haben wir sonst gar nichts Gescheites erbeutet? Nee. Irgendwie. Gut, eine schwere Weste haben wir. Mit Mobilitätsmanus. Malus, oh Gott. Heute schon wieder Deutsch, ne? Schwierige Sache, das. Was machen wir da eigentlich gerade in der Werkstatt? Machen wir da was Gescheites? Ne, wir sind gerade ziemlich pleite, ne? Weil wir hintereinander umziehen mussten. Einmal auch relativ teuer. Schauen mal, Ausbaulabor. Ne, brauchen wir noch nicht. Versteckcamouflage wäre eine gute Sache. Informationsfilter. Oh, Informationsfilter ist auch so wertvoll, glaube ich. Ja, ich glaube, wir nehmen die Informationsfilter. Auch wenn die richtig teuer sind. So, und dann schauen wir uns mal auf der Karte um. Hier haben wir eine Beholderzelle. Da bräuchten wir mal eine taktische Aufklärung. Wir sind allerdings mit Agenten furchtbar schlecht besetzt im Moment. Warum fliegt ihr eigentlich nach hier unten? Oder fliegen die na von Panama nach New York? Gab es hier irgendwann einen Alarm? Und die sind dahin geflogen? Ich weiß es nicht. So, das hier dauert 12 Stunden. Dann haben wir wieder ein paar Agenten zur freien Verfügung. Ja, genau wegen sowas. Ich könnte natürlich mal in der Werkstatt hier ein paar Schalldämpfer klar machen. Ich könnte auch Ronin hier rüber senden. Das wäre, glaube ich, auch eine coole Sache. So, gab es da was? Nein. So, da halten wir ein bisschen die Füße still. Ja, hier geht es nämlich direkt weiter. Boah, das ist ein langer Flug. So, sehr schön. Haben wir unterbrochen. So, einmal Pause. New York, Kardinal sagt, dass er vielleicht Informationen über Wenderheit hat. Wir müssen ihn finden. Nämlich Lamster, nicht Kardinal. Dann schicken wir Ronin einfach alleine hin.
So, wir haben kein Geld für irgendwas. Wir können aber mal gucken, ob was Neues freigeschaltet wurde. Sieht nicht so aus. Ne. Fehlklick. So, hier oben gab es nichts. Das war ein falscher Alarm. Aha. Aha, und wir haben gerade niemanden vor Ort. Ja, wir brauchen echt. In Irkutsk. Da bin ich gerade blind. Ach so, ah, von da aus sind die geflogen. Ja, geil. Ich dachte, Hemlock und Karakai wären da drüben. Okay. Diese Operation stören wir gerade mal. Dann, ja, müssten wir eigentlich ein bisschen taktische Aufklärung betreiben. Handelsvertrag, Reißzahnmunition. Hat ein Agent hier losgemacht. So, Gebiet um New York. What happened in Ivory Coast? Huh. Who told you about that mission? Never mind. Don't want to know. Wait, you're talking Operation Ivory Coast, Vietnam 1970. That's the one. We recovered a bunch of POWs and your friend, Turncoat. Then they vanished. Bullshit. All the papers say the raiders didn't release any POWs. That's a convenient version. The truth is much more interesting. But don't take my word for it. The original, the accurate report is probably still hidden in the US Embassy in Stockholm. Okay, also nach Stockholm werden wir uns gleich auf den Weg machen. Gebiet um New York. Lemsa war Mitglied einer Spezialeinheit, arbeitet jetzt als Trainer in einem Boxclub und erledigt ab und an Aushilfsjobs. Wir haben sein Interesse geweckt und er will uns mehr sagen. Wie viele Leute brauche ich dafür? Achso, das ist ein ganz normaler Aufklärungsjob. So, dann du zurück. So, da war zum Glück ein Fehlalarm. Da auch. Na, da geht's gleich weiter. Ich würde ja gerne mal dazu kommen, diese Zelle hochzunehmen, auf jeden Fall. Aber ich will das auch nicht ohne taktische Aufklärung machen. Also aus Nowosibirsk fliegen wir die beiden ein. Das ist aber auch ein falscher Alarm. Ich könnte jetzt spekulieren und einfach nach. Oh, hi. Nach Stockholm fliegen. Wie lange brauchen wir dafür? Auch 10 Stunden. Ah, das ist mir eigentlich zu krass. Aber wir müssen ja irgendwie auch mal vorankommen, ne? Oha. Hier können wir nur noch direkt angreifen. Mit Harpun und Ronin. Das ergibt so gar keinen Sinn. Harpun und Orakel müssten das machen wahrscheinlich. Ja, wir sind erst 9 Minuten in der Folge. Wir machen das. Ist einer von den Schauspielern überhaupt? Nope. Haben wir einen Schauspieler zur Verfügung? Ja, also doch Ronin. Okay. Wie viel Lebenspunkte hast du? Nur auch nur 87. Aber
Tarnung nicht nutzbar. Ah, okay, cool. Also doch Orakel. Das wird natürlich jetzt ein ganz besonderer Spaß. Das so zu erledigen. Und da müssen die beiden nämlich erstmal zurück nach Amerika fliegen, irgendwie beim nächsten Mal. Also wir werden diesmal nicht viel mitnehmen können hier, weil wir keine taktische Aufklärung und nichts betrieben haben. Das ist natürlich ein kleines Problem. Ja, der guckt wieder hier oben im Turm rum. Ist das das gleiche Level vom letzten Mal? Nee, nicht ganz, ne? Wie weit geht's denn hier noch rüber? Gar nicht. Nach unten geht's auch nicht mehr so richtig. Okay, also es ist relativ kompakt. Das ist ein Pluspunkt. Ja, wo wir starten, ist eigentlich herzlich egal, glaube ich. Ich verstehe das Layout hier gar nicht. Ach so, das ist so ein großer offener Hangar. Ja, da werden wir uns mal umgucken. Was könnte hier noch interessant sein? Hier drüben gibt es wahrscheinlich auch irgendwas. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich hier. Wo können wir denn evakuieren? Hier vorne oder nur auf der Seite? Das heißt, hier müssen wir uns nachher irgendwie rauskämpfen. Das wird ein Spaß. So, wie viel gibt es denn jetzt zu holen? 4 Beute, 2 Dokumente. Das scheint so der Standard für diese Mission zu sein. Ich sehe gar nicht, wo es hier was zu holen geben könnte, ehrlich gesagt. Ist die Karte ja auch zu Ende. Ja, hier gibt es natürlich gar nichts zu holen. Okay, ich verstehe die Karte noch nicht, wo sich hier das ganze Zeug befinden soll. Aber bis nach da hinten haben wir ja auch noch ein bisschen. Mindestens die Kamerasteuerung müsste ich mal finden irgendwie. Das wäre, glaube ich, eine praktische Angelegenheit. Okay, hinter diesem Zug scheint komplett Sperrgebiet zu beginnen. Das macht die ganze Sache natürlich nicht einfacher. Oh Mann. Ja, hier hinten ist echt alles Sperrgebiet schon. Ah, guck mal. Hier haben wir zum Beispiel einen Schrank. Da ist natürlich ein Zaun an der Seite. Das heißt, da können wir sowohl von außen als auch von innen gesehen werden.
interessante Frage. Dürfen wir eigentlich hier hoch? Ich vermute, es dürfte auch Sperrgebiet sein. Oder ist es kein Sperrgebiet? Ne, hier hinten endet das direkt an der Map-Grenze. Aber von da aus kämen wir wenigstens vernünftig voran irgendwie. Also vielleicht werden wir diesen Overpass, diese Überführung hier nehmen. Und hier auf alles verzichten mitzunehmen. Der bewegt sich, aber halt dort rüber. Ich warte mal noch die eine Runde ab. Ja, guckt dann natürlich direkt hier in die Richtung. Kommt drauf an, wohin er guckt. Brechen wir mal hier ein. So, da haben wir wenigstens ein bisschen was mitgenommen. Der Vorteil ist, da oben dürfte uns niemand sehen, ne? Weil da halt niemand richtig drauf gucken kann. Und damit können wir uns halt komplett einmal auf die andere Levelseite bewegen. Der Nachteil ist, da oben selbst haben wir relativ wenig Deckung. Sogar hier oben sein, sehe ich das richtig? Ich check das mal. Oh, wir dürfen uns sogar über diesen Overpass bewegen. Okay, das ist natürlich cool. In dem Fall kommen wir hier doch relativ gut durch die Gegend. Dann fängt das Sperrgebiet wahrscheinlich irgendwo anders an. Auf der Überführung. Das hier wird eine Nummer. Die wird noch ganz heiß. Okay, der Trick an der Sache ist, dass wir gar nicht hier hochkommen. Hä? Ich kann das Ding nicht benutzen. Ach doch. Ich war nur dumm. Okay, cool. Ja, wir dürfen echt hier oben sein. Und von hier oben lässt sich natürlich alles wunderbar ausspionieren. Das ist ja cool. Ja, ich hätte noch ein Level hochscrollen müssen gerade. Deswegen dachte ich gerade, ich könnte es nicht benutzen. Weil ich einfach ein Level zu tief noch war in der Ansicht. Und da wurde mir da oben der Bewegungscursor nicht angezeigt. Schweinerei.
Ah ja, genau. Und man kommt nämlich von unten auch richtig weit. Man muss hier eine Pause machen auf dem Absatz. So, dann werden wir hier quasi einmal übers Sperrgebiet drüber geführt. Drüben kämen wir im Sperrgebiet runter. Ich überlege, ihn hier oben gleich auszuschalten. Das dürfte uns den Rückweg da ein bisschen einfacher machen, weil das so oder so laut werden wird, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob der hier oben nicht doch gesehen wird durch irgendeinen dummen Zufall. Aber eigentlich, wer soll den da sehen? So, jetzt natürlich die interessante Frage, kommen wir hier irgendwo runter, wo kein Sperrgebiet ist? Weil hier unten ist Sperrgebiet, ne? Hier ist die Grenze, die geht bis hier drüben. Da ist ein Schrank auf jeden Fall. Da hinten kommt man runter, außerhalb von Sperrgebiet. Gibt es auch eine Leiter hoch, okay. Gut zu wissen. Es gibt hier ab und an Leitern. Ja, aber hier hinten ist doch alles Sperrgebiet. Da kann ich doch nirgendwo runter. Ich finde den Levelaufbau hier echt merkwürdig. Ergibt für mich gar keinen Sinn. Ja, hier kommen wir ins Gebäude rein. Da ist die Kamera aus, wie es aussieht. Was ganz cool ist, weil ich immer noch keine Kamerasteuerung gefunden habe. Die ist wahrscheinlich im Gebäude drin. Ist noch eine Leiter. Hier war doch irgendwo so ein Schrank hier drüben. Wo ist denn der hin? Ach, da. Das heißt, hier könnte man die... wo ist denn die Leiter? Hier die Leiter benutzen. Den Schrank aufmachen und wieder hochflitzen. Drüben können wir auch noch gar nichts sehen. Ja, hier unten die Tür von der Kamera blockiert. Hier hinten ist der Level schon zu Ende. Also wir haben echt... nur diesen einen Zugangspunkt im Prinzip ins Haus. Ne, wir könnten auch hier unten rein. Allerdings, wenn wir da erwischt werden, ist natürlich doof. Beziehungsweise, wir können nicht einfach runterhopsen und wieder hoch irgendwie. Das geht nicht.
Pistolenschalldämpfer. Cool. So, da drin sehen wir schon ein Dokument. Unten liegt auch eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Der kann hier gerade so reingucken von da drüben aus. Den müssen wir mal kurz im Auge behalten. Die Grenadieren hier drüben eigentlich kein Problem, würde ich behaupten. Mal sehen, vielleicht kriegen wir das einigermaßen ruhig über die Bühne. Der Agent steht ja auch in der hinterletzten Ecke zum schon wieder. Okay, und hier kommt er dann aber dicht ans Gebäude ran. Zivilist. Können wir umboxen? Das sollte kein Problem sein. Da kommt noch einer gelaufen. Okay. You just can't get enough of me, can you? So, den einen Soldaten haben wir leider aus den Augen verloren. Ich gehe mal hier so ein bisschen zurück. Versuche mal einen Sichtkontakt wieder herzustellen. Okay, der patrouilliert hier entlang. So, aber das erste Stockwerk, da scheinen die echt gar nicht reingucken zu können. Könnten wir eigentlich auch in Ruhe lassen. Ah, blöd ist. Oben gibt es noch jemanden. Haben wir da den Raum stürmen? Das ist natürlich heikel. Jetzt habe ich hier endgültig die Sicht verloren. Der dreht hier um. Geht dann zurück. Hier oben, der bewegt sich. Oh, ich hoffe, der sieht die Leiche nicht. Orakel, wie sieht's denn bei dir aus? Bist du bereit zu stürmen? Nicht genügend Agenten, ja, was denn mit Harpoon? Ja, verstehe ich gerade nicht. Warum kann ich mit Harpoon da nicht hochstürmen? Wo ist das Problem? Wenn ich wüsste, wie rum dieser Agent hier guckt, wäre das Ganze auch nicht so das Problem. Ach, hat sie vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit? Kostet Sturm Aufmerksamkeit? Ja, da hätte ich auch gerade die Dokumente noch fotografieren können. Okay, er kommt hier wieder zurück. Ja. Okay, die Leiche wurde gefunden. Ich komme leider nicht mit einer Aktion hoch.
The weight is killing me. Herzlichen Glückwunsch. Null. Come on, give me something to kill. 47. 47 hört sich viel besser an. Ah, der kann immer noch freies ausweichen. Ah. Das ist nicht gut. Ausgewichen. Eieiei. Na gut, wir haben wenigstens ein Medkit dabei. Also das hat schon wieder überhaupt nicht funktioniert hier. So ja, sorry für den Cut hier. Unbeabsichtigt. So, dann schauen wir mal, was machen wir mit ihm? Am besten, wir boxen den Agenten hier einfach um. Dann kann er nämlich nicht ausweichen, denke ich mir. Mission Target incapacitated. So, kommen wir hier ein bisschen zur Seite. Harpoon wird erstmal hier runtergehen. Diese Tür schließen und sichern. Ich kann hier drüben die Treppe nicht vernünftig mit sichern, ne? Das ist so ein leichtes Problem. Jo, mehr ist nicht drin. Schade. Okay, nach wo können wir evakuieren? Ich glaube, hier hinten irgendwo geht, ne? Da müssen wir halt hier einmal durch die Container, durch den Hangar irgendwie durch. Ich würde gerne den Overpass auf jeden Fall benutzen. Ja, hier kommen wir eh nicht richtig durch. Ja, genau. Hier können wir, glaube ich, relativ einfach evakuieren. Thank you.
So, ich versuche den Typen mitzunehmen. Das macht die Evakuierung natürlich ein bisschen länger. Aber was soll's? Orakel müsste sich auch mal selbst heilen. Das sieht nämlich so nicht gut aus. Ja, von da hinten echt jetzt. Was ein Typ. Umgebungsausweichbonus. Ich glaube, ich muss den Agenten da liegen lassen. Der Overwatch-Kegel ist so kacke. So, Orakel. Da ist nichts dabei. Ah, wir haben kein Medkit dabei. Ach, scheiße. Wir haben kein Medkit dabei. Ja, da unten auf das Dokument verzichte ich jetzt einfach. Auf die restliche Ausrüstung auch. Wir müssen zusehen, dass wir hier rauskommen. Oha, das sind zu viele. Was erwische ich die gute Frau? Denn von hier aus kann ich die wahrscheinlich gar nicht mehr sehen, ne? Ja, nicht gut. Aber von da aus sehe ich sie auch nicht. Okay. Und cool. Von hier aus sehe ich sie. Nur ein Headshot, ehe die uns eine Granate von Latz wirft. Das ist natürlich blöd, aber so richtig eine Alternative hatte ich jetzt nicht. Aua. Armer Orakel.
wir müssen hier weg. Da hinten gibt es noch einen seitlichen Aufgang. Vielleicht hätte ich hier doch mein Glück hinter den Kisten versuchen sollen. Ja, läuft heute mit dem Spiel hier. So, schauen wir mal. Wir haben ja Granaten dabei, was eine feine Sache ist. Vielleicht sollten wir da einfach mal welche benutzen. Und jetzt hier schleunigst aus dem Staub machen. Wie viele Lebenspunkte hatten wir überhaupt? 75, die Granate macht genau 75. Keine Ahnung, ob da hinten noch mehr Leute hängen. Aber jetzt ist hier erstmal Schluss mit lustig. So, und Orakel darf hier auch irgendwie hochrennen. Ja, die Deckung ist nicht optimal. Aber da wir sowieso eine Granate schmeißen. Nicht anders. Leute, ihr müsst ein bisschen eure Ausweichfähigkeit wieder auf Vordermann bringen. Das ist ein Zivilist. Das ist okay. So, jetzt muss ich gleich mal schätzen, wie viele Runden wir noch brauchen. Das ist eine Runde, zwei Runden, drei Runden und wo ist unsere Zone? Dort? Okay, gut. So, Verstärkung trifft nämlich auch gleich ein irgendwie. Drüben ist jemand. Oh, langsam. Orakel ist zu langsam. Ein Bewegungspunkt kostet uns Nachladen. Also hier geht es jetzt echt nur noch ums pure Überleben, ne? Ja, auch nicht gut. Hat da noch einer? Oh ja. Das ist vielleicht... Ne, das ist noch nicht die Verstärkung. Nerven tun die trotzdem. Aber gut, mit den beiden werden wir fertig. Und dann sind wir auch gleich da drüben. Mehr oder minder. Warten wir jetzt eine Deckung? Okay.
Okay, das sieht schon nach einem flankierenden Schuss aus. So, Orakel, hast du von hier aus einen vernünftigen... ich würde ihn lieber bewegen, statt hier Schaden zu verursachen. Wenn er da weg möchte, dann nur durch unseren Feuerschutzbereich. Luftangriff im Anflug, okay. Vorher sollten wir definitiv hier raus sein. Ansonsten ist sowieso alles im Eimer. Ja, die Mission ist sowas von gründlich in die Hose gegangen. Eieiei. So, ich schaue mir den mal an. Gerade blutet. Noch eine Runde lang. Aha, das heißt, wenn wir hier einmal auf ihn schießen... Ja, du vielleicht nicht. So, dann gehen wir hier mal so ein bisschen überschlagen vor. Um zu gucken, ob es hier noch ein wichtigeres Ziel gibt. Sieht nicht so aus. So, 8 Punkte reichen. Die restlichen 9 Punkte blutet er dann aus. Runden noch. Okay, machbar. Oh, wie mache ich das am dümmsten? Kenne ich die beiden? So ein bisschen, ne? Jetzt noch nachladen ist, glaube ich, nicht so clever. Oha, hier zu stehen ist auch nicht so clever. Hätte er nicht verbluten müssen. Macht er vielleicht noch. Kein Schuss abgegeben. Au. Au. Haben wir hier unten? Ja, hier unten haben wir sehr gute Deckung. Kommen wir da einfach so runter? Ne, leider nicht. Leider gar nicht. Oh Mann. Ich würde gerne einfach hier runterspringen. Hier ist eine Leiter, die wir benutzen können. Halbe Deckung. Ah, Feuer kommt von da drüben. Nope. Von hier aus können wir dann nächste Runde auf jeden Fall sehr gut entkommen. Frage ist, wie überleben wir diese Runde? Schön uns hier hin. Kommen wir denn hier überhaupt durch am besten? Hier wahrscheinlich, ne? Ansonsten müssen wir irgendwo außen rum.
just can't get enough of me, can ya? Eins, zwei, drei, vier. Da, 1, 2, 3, 4, das müsste eigentlich genau hinhauen, bilde ich mir ein. Ha, das ist eine Menge und ich habe meine Granaten schon verbraucht. So Mist. Feuerschutz. Diese Richtung. Harpoon, ja. Ha. Wie krieg ich dich hier runter? Gar nicht. Jo, Feuerschutz, diese Richtung. Wer sich bewegt, ist tot. Ich hoffe, Harpoon überlebt das jetzt. Links hat ein Orakel, hat mich geschossen. Orakel, Feuer! Okay, ja, verteilt das schön. Nicht alles auf einen, das wäre günstig. Oh, puh. Aua. Oh, für 2 Punkte mit der lächerlichen Pistole. Okay, unser Fluchtfahrzeug kommt an und wir sind hoffentlich raus. Oh Mann. Ja. Und nein, Orakel, warum? So Mist. Die Map schon zu Ende. Ja, lass ich Orakel in Gefangenschaft nehmen. Ich befürchte, es geht nicht anders gerade. Die muss ich dann irgendwann anders befreien. Weil hier noch eine Runde durchzuhalten, ist irgendwie komplett utopisch. Ich kann da nicht hier drüben hinstürmen. Das wäre total gut. Funktioniert aber nicht. Harpoon bräuchte halt auch irgendwie eine feste Deckung. Wenn man hier so durchballern könnte, einfach mit so einer
Flächenschaden oder sowas. Das wäre total gut. Und kann eigentlich auch da oben sitzen bleiben. Hey. Mal gucken, Orakel. Ist das da oben mit abgedeckt irgendwie? Nee, gar nicht. Ready to kick ass. Apun hat nur noch 5 Schuss. Also macht Dauerfeuer weniger Schaden als eine Salve. Das verstehe ich ja gerade mal gar nicht. Nicht genug Wachsamkeit, um die umzuboxen. Jetzt können wir. Wir hatten nicht genug Munition. Das war das Rätsel zur Lösung. Es kostet nämlich 8 Schuss. So, wir versuchen die echt. Das Kreuzfeuer zu nehmen. Gut so. Was ist da drüben los? Ach, der Polizist, der lebt immer noch. Au! Komm schon, erledige ihn. 23 nur. Als wenn er auch ausweichen konnte. Scheiße. Ja, Mission erfüllt, alle erledigt. Jo. Da hat sich der Ladebildschirm hat so ewig lang gebraucht. Okay, die wurden also beide gefangen genommen. Haben überlebt. Haben einen Auftrag gemacht, wurden gefangen genommen. Ich hätte wenigstens einen von beiden rausholen können. Er ist jetzt halt dumm gelaufen. Die müssen wir halt irgendwann wiederholen. Jetzt haben wir halt erstmal weniger Leute zur Verfügung, als wir eigentlich bräuchten. Was natürlich total doof ist. Crewquartier, wir können noch 4 Leute rekrutieren. Wir haben auch genug Geld dafür. Aber die Gefahr steigt halt einfach richtig. Wie teuer sind denn die Leute hier? So ungefähr 1000. Und können wir schon wieder umziehen. Für 2500. Das heißt, wir könnten für knapp 3000 einkaufen. Das sind gerade mal 2 Leute, glaube ich, ne? Oh Mann. Das ist natürlich ein ganz ja, wenn ich die beiden hier anheure, kostet mich das schon 3000 irgendwie. Ja, es passt irgendwie. Aber schön ist natürlich ganz anders. Gut, kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Für heute war es das, Jungs und Mädels.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn ich hier hoffentlich die Performance wieder so ein bisschen... Ich weiß nicht, was gerade mit meinem System los ist irgendwie. Ob da ein Update irgendwo im Hintergrund läuft oder so. Ich finde das raus. Beim nächsten Mal dann hoffentlich wieder besser. Macht's gut und bis dann. Ciao.